Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Unser Herzog unterstützt gerade diese Frau hier, Königin Ute von Lothringen. Sie schaut etwas traurig, denn ja, es gibt innere Konflikte in ihrem Reich und die müssen mit Waffengewalt bekämpft werden. Aber ich denke, der Herzog tut gut daran, denn sie ist wirklich eine mächtige Vasallin, vermutlich die mächtigste im Heiligen Römischen Reich mit ihren 7.720 Mann. Wir können eigentlich mal gucken, ob dem tatsächlich so ist. Nein! Okay, es gibt noch mächtigere, der König von Böhmen mit 9.500 Mann und tatsächlich der Herzog von Adaldag. Aha, aha. Also der Herzog nicht von Adaldag, sondern der Herzog Adaldag von Angria. Der ist tatsächlich noch mächtiger. Das ist ja der Mann unserer Schwester, die wiederum Herzogin in Ägypten ist. Ihr erinnert euch. Aber zurück zu diesem Krieg. Wir haben uns entschieden, hier mit unserer Armee, glaube ich, den Hauptsitz der renitenten Gräfin dort in Lothringen zu belagern, während die Königin selbst hier die Verfolgung aufnehmen kann. Die Verbündeten der Gräfin dort, die sind noch am Mittelmeer, die werden uns, glaube ich, lange keine Sorgen machen. Das größte Problem sind unsere Einnahmen und ja, dieses Problem wird noch verschärft durch ein anderes Problem, das ich ein bisschen habe schleifen lassen, nämlich unsere einzige Waffe hier, die wir besitzen und die auch schon eine gewisse Geschichte hat. Schaut sie euch an, immerhin stammt sie aus dem Haus Savoyen, okay. Und ist durch Leopold im Jahr 1179 nach der Belagerung von Asti, da kommt das her, ist sie beschlagnahmt worden von Herzogin Giselle von Piemont. Interessant. So, und diese Waffe ist allerdings fast schon kaputt. Das Blöde ist, wir können sie nicht reparieren. Wir haben kein Geld. So, das heißt, wenn wir nichts tun, wird diese Waffe kaputt gehen. Das ist sehr ärgerlich, aber wir können das jetzt nicht ändern. Da war Herzog Thomas leider etwas zu sorglos und unbedacht, was dies betrifft. Okay, wir haben jetzt die Wahl, es kaputt gehen zu lassen oder es zu einem Podestgegenstand neu zu schmieden. Diesen Gegenstand, den können wir selbst nicht nutzen, weil wir keinen Thronsaal haben. Vielleicht mal in Zukunft, wir könnten es dann aber als Podestgegenstand theoretisch auch noch verschenken, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber die Alternative ist, für ein Gold einen Podestgegenstand zu haben und das irgendwie zu bewahren, ist, glaube ich, besser, als es einfach komplett kaputt gehen zu lassen. Es gibt manchmal natürlich noch Events, wo man noch irgendwas damit tun kann, aber das Ding ist fast kaputt. 0 Jahre, ihr seht es, steht hier genau wann. Wann das jetzt genau passiert? 0,0 von 60. Das wird wirklich in Kürze passieren. Ja, es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich. Was soll man machen? Wir werden eine neue Waffe benötigen, aber wir werden das Ding jetzt hier... Wartet. Wir werden das zum Podestgegenstand neu schmieden. Hilft nichts. So, damit haben wir keine Waffe mehr und müssen jetzt ohne Schwert, aber ich meine, wir haben natürlich noch ein paar tausend Mann mit Schwertern und Waffen, ohne eigenes Schwert die Belagerung starten, während hier unsere verbündete Königin die Truppen dort verfolgt. Was passiert hier? Unser verbündeter Herzog Juris wird angegriffen. Ach, das ist der Herzog von Ostfalen. Das war gerade zuletzt passiert, dass sein Vater entmachtet wurde. Und jetzt wird er, glaube ich, von denselben Leuten nochmal angegriffen. Ja, sieht mir so aus, der Graf von Dannenberg schon wieder. 2300 gegen 1859, das sollte er jetzt vielleicht schaffen. Interessant ist im Übrigen auch bei der bei der zwangsweisen Abdankung, die jetzt erfolgt ist, ist das Ganze nochmal aufgespalten worden, Ostfalen, in Anhalt und Ostfalen. Also kein Vergleich zu Angria, das relativ stabil hier existiert als mächtiges Reich. Na gut, er wird uns möglicherweise jetzt auch nochmal rufen, aber wir sind jetzt erstmal in diesem Kampf hier verwickelt. Hier wird jetzt die Verfolgung aufgenommen und die wollen sich natürlich hier zusammenschließen. Da wird es davon abhängen, sind die nun irgendwann schneller? Ja, sie sind schneller, werden damit die gegnerische Armee voll vernichten und gegen die 5000 ziehen. So, okay, es gibt keine Erkenntnisse mehr unseres Ratsspitzel. Die Sache könnte man jetzt auch eigentlich abschließen. Wir wollen jetzt hier keine Druckmittel gegen irgendwelche Leute haben. Nein, wir werden den Ratsspitzel zurückschicken. Er soll Komplotte stören. So, wir sind deftig jetzt im Minus. Aber ich denke, der Krieg wird auch gleich beendet werden.
Wenn wir jetzt hier die Belagerung gewinnen, das gibt uns vielleicht auch noch ein bisschen Gold. Ich weiß nicht, wie viel hier, Beute 31. Ja, kann das nicht ganz kompensieren, die Kosten. Okay, findet hier gerade eine Schlacht statt? Ja, tut sie. Und unsere Seite scheint zu verlieren. Das ist sehr knapp gerade. Das Terrain ist wahrscheinlich unglücklich. Wir altern in Würde, haben ein bisschen mehr Verwaltungskompetenz erhalten. Das ist schön. In Böhmen ist ein Krieg gewonnen worden. Und wir sollten jetzt hier hoffentlich, erst in 4 Monaten, das sind noch hohe Verluste. Und das ist natürlich unglücklich, wenn die jetzt wirklich die Schlacht hier verlieren. Das würde den Krieg jetzt noch sehr weit hinauszögern. Ernsthaft? Das sieht ganz so aus. Ach, wie dramatisch. Herzogin Ulrike hat in Ägypten mit einem Bauernaufstand zu kämpfen. Und wir haben erst in 52 Tagen durch die Hauptstadt erobert. Oh, wie unglücklich. Das war's. Es war eine knappe Schlacht, aber sie ist verloren gegangen. Dadurch ist sehr, sehr, sehr viel Kriegsstand verloren gegangen. Erst jetzt ist die Belagerung erfolgreich. Ob das vielleicht auf 100% das Ganze bringen wird? Nein. Im Gegenteil, auf 63%. Puh. Und Henry ist verstorben. Henry, der Zweite, der Fehler von Turin. Ja, okay. Der hat ja Turin unserem Vater zu verdanken. Sein Sohn Ademar ist dort jetzt Graf. Aber der ist noch so jung, der wird lange keine Probleme machen. Tja, gut, wir haben es erobert. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Was nun, Königin? Wir sollten uns hier irgendwie zusammen sammeln. Vermutlich marschieren die jetzt dorthin, um die Belagerung irgendwie zurückzuholen. Ja, die marschieren in die Richtung, das ist schlecht. Was ist, wenn wir hier ihnen in den Weg stellen? Wir haben hier nur einen Verteidigervorteil. Er selbst ist auch kein großer Anführer, er hat auch kein Schwert mehr. Gut, das spielt jetzt keine so große Rolle. Okay, die marschieren dahin. Ja, die verfolgen die ganz klar. Das heißt, wir können hier eigentlich warten. Und die wollen uns auch nicht angreifen, die wollen tatsächlich da belagern. So, Dietpold hat eine Tochter, Ute. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon das 4. Kind. Na, wer weiß, vielleicht wollen sie uns doch angreifen. Wir laufen mal dann doch wieder ein bisschen weg. Naja. Ah, sie wollen da durchmarschieren. Okay, solange die Burg ja noch in unserer Hand ist, ist der Geländevorteil auf unserer Seite. Insofern würde ich sagen, warten wir ab, bis die Truppen dort den Gegner angegriffen haben. Jetzt marschieren sie doch zu uns. So verrückt. Dann gehen wir auf die andere Flussseite. Da haben sie einen hohen Kampfmalus. Hä, was macht die denn jetzt? Die hauen jetzt wieder ab. Ernsthaft? Okay, dieses Spielchen. So, jetzt findet die Schlacht statt. Jetzt gehen wir da rein. Und wenn die Schlacht... ist natürlich... Ja, die Schlacht wird aber diesmal gewonnen. Und das müsste dann jetzt der Sieg sein. Und ich denke, jetzt ist es absolut legitim, dass wir unsere Truppen... dass wir unsere Truppen auflösen. Weil die werden jetzt nicht mehr benötigt. Jetzt sollte die Königin absolut auf der Gewinnerseite sein. Wir haben eine Möglichkeit, hier einen Bildungsschwerpunkt zu vergeben. Er ist hier Schwerpunkt auf Theologie gegangen. Ob er gläubig wird, sehe ich vielleicht noch nicht so. Ich denke, wir suchen das jetzt wieder passend aus zu dem, wie es ihm jetzt geht. Mündel macht jetzt irgendwie, spielt keine Rolle. Ja, ich meinte Meinung Klerus zu 10. Anatomische Studien. Aber warum eigentlich nicht, wenn er sich jetzt hier schon damit beschäftigt hat, warum jetzt nicht auch den Perk wählen? Machen wir das mal. Er wird sich sowieso in 5 Jahren wieder neu orientieren. Amalrich hat eine Freiheitsfraktion erschaffen. Erstaunlich. Meine geliebte Nichte. Es ist mir nicht entgangen, dass meine Nichte Heike ein sehr attraktiver Mensch ist. Ihr Lächeln in ihre charmante Art lassen mir das Herz immer höher schlagen. Aber, Leute, jetzt würden wir uns ja auf dasselbe Niveau begeben wie unser Bruder. Ja, das geht nicht.
Das geht nicht, zumal wir ja nun wirklich verliebt sind, eine Seelengefährtin in unser, bei unserer Frau haben. Nein, nee, das passt jetzt nicht. Sie ist meine Nichte, reißt euch zusammen, Thomas. Nein. Okay, wir bekommen Anspannung. So. Jetzt ist der Moment, in dem wir unsere Truppen hier auflösen können, nach Hause schicken können. Und wir sind dick im Minus, haben dementsprechend jetzt eigentlich so gut wie keine Option zu handeln, werden aber nochmal verfolgen, wie jetzt hier der Sieg hoffentlich erklärt wird. Erwartungen. Brunhilde von Zähringen, warte mal, das ist die Enkelin des Kaisers, okay. Eltern Prinz Hermann und Hämmer. Haben wir mit denen irgendwas zu tun? Warte mal, das ist unser Mündel? Wieso ist sie unser Mündel? Mein Mündel Brunhilde tritt an mich mit einer seltenen Besinnlichkeit heran. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Okay. Gut, wir würfeln mal, wie er darauf reagiert. Wobei er ist... Nee, warte. Er ist doch... er ist großzügig, ja. Und insofern antworten wir so. Das ist es, was es heißt, ein Vormund zu sein. Das passt schon am besten zur Großzügigkeit. Da bin ich mir recht sicher. Okay, 100% sind erreicht. Sie hat hier jetzt die Dame... Ach, wartet mal. War die das tatsächlich sogar? Hämmer? War das die, gegen die wir gekämpft haben? Und ist dieses Mädchen, ist sie quasi als Gefangene zu uns gekommen? Habe ich das nicht richtig? Nee, aber dann wäre sie als Gefangene. Warum ist denn jetzt die Tochter von ihr bei uns? Oder ist das jetzt eine andere Geschichte? Hämmer? Nee, es muss was anderes sein, das verwechsel ich gerade. Doch. Hä? Hämmer Faliero? Ah ne, ist tatsächlich eine andere Hämmer. Oh, krass, also Hämmers gibt es, glaube ich, nicht so oft. Okay, habe ich verwechselt. Nun gut, sie ist eingesperrt, die Königin hat gewonnen, hat die Grafschaft dazu erhalten. So sieht's aus. Aber, wie es aussieht, geht es hier direkt weiter. Ute wird angegriffen von Prinzessin Hellwig. Ja, das ist schon wieder, nee, es ist schon wieder ein Tyranneikrieg. Ja, langsam... Die Königin zieht es hier durch. Die entmachtet eine Gräfin nach der anderen. Aber ich hoffe, dass sie damit jetzt alleine zurechtkommt. Ja, 945 gegen 6200. Da braucht sie unsere Hilfe nicht. Die würde ich auch jetzt tatsächlich ablehnen. Weil wir einfach die Finanzen nicht dafür haben. Jetzt gibt es auch noch eine nutzlose Volkszählung. Und es wird immer döller. Giselle, die zweite von Piemont. Gegen die haben wir auch schon mal gekämpft, ihr erinnert euch. Was ist das für ein Krieg? Es ist auch ein Tyranneikrieg, okay. Auch da dasselbe. Er wollte irgendwas von ihr. Ja, was auch immer. Er wird sie vermutlich einkerkern und dann sehen wir, was er haben wollte. Vielleicht die Grafschaft, vielleicht das gesamte Herzogtum. Wir wissen es nicht. Und unsere Dynastie hat einen weiteren Vorzug. Der Kaiser hat das, glaube ich, entschieden, wenn ich das richtig sehe. Wir gucken mal in Vermächtnisse hinein. Tatsächlich. Robuste Blutlinie. Sehr konsequent wird das hier fortgetrieben. Erst Sippe, dann Blut. Sehr spannend. Also, wir haben jetzt Chance auf Vererbung von schlechten vererblichen Eigenschaften minus 30%. Chance auf neue schlechte vererbliche Eigenschaften minus 30%. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gut. Darauf achten also die Etichonen. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Oh ja, unser Glaubensoberhaupt würde Geld spenden. Ich würde sagen, wir müssten uns aber wieder verpflichten, dann auch irgendwas zu finanzieren hier. Das Weideland ist da, die Getreideecke. Ja, die Verbesserungen sind sehr teuer. 600. Wahrscheinlich sollten wir im ersten Zuge erstmal die Höfe und Felder verbessern. Das
kostet insgesamt 225. Das heißt, das wird nur gehen, wenn er uns 2 gibt. Wir werden erstmal einmal Gold erbitten. Damit ist die Verschuldung auch vom Tisch. Und, oh ja, in Orlamünde gibt es niedrige Kontrolle. Das ist auch nochmal so ein Thema. Herzogin Giselle ist schon geschlagen. Sehr interessant. Warte mal, wir werden erstmal die Kontrolle in Orlamünde wieder erhöhen. Was ist hier in Schmalkalden? Warum wird denn das rot angezeigt? Hier ist Kontrolle 100, da ist 73. Okay. So weit, so gut. Gibt es jetzt noch irgendein wichtiges Artefakt? Die französischen Abhandlungen 9 Jahre und die Insignien 4 Jahre. Naja. Okay, so. Der Rest ist nicht relevant. Graf Amalrich möchte was haben. Die uralte Skarabäusbrosche. Oh. Das ist Bruder Amalrich. Hm. Der, ja, so eine Sache, ne? Ich meinte, wir hatten ihm, glaube ich, schon was geschenkt, oder? Wir gucken kurz mal in sein Inventar rein. Okay, das Schwert, nee, wir haben ihm noch nichts geschenkt. Das war der andere Bruder, der wollte irgendwas haben vom Erbe. Und wir müssen bedenken, dass wir großzügig sind. Es ist natürlich, es fällt ein bisschen schwer, so als rationaler Spieler jetzt so eine schöne, berühmte Sache abzugeben. Gesundheitsbonus ist schon... Aber andererseits, er ist großzügig, er mag seinen Bruder. Der fragt, ich meinte, in welcher Situation sollte man es nicht geben? Also wenn nicht in dieser Konstellation. Ja. Du kriegst das. Wir sind großzügig. Werde glücklich damit. Behandle es gut, nicht so wie wir das Schwert. Wir machen das. So, was macht er jetzt mit dem Gebiet hier? Das würde mich interessieren. Sie ist immer noch Herzogin. Die Fraktion hat sich aufgelöst. War das der, der das Geschenk haben wollte? Sie ist wieder frei. Hat sie irgendwas verloren? Sieht irgendwie nicht so aus. Hm. Vielleicht hat er nur Lösegeld gewollt? Keine Ahnung. Merkwürdig. Jagd werden wir nicht veranstalten. Wir werden das Geld des Papstes jetzt hier nicht veruntreuen. Das wäre mir unangenehm. So, ansonsten in Bayern ist ein bisschen was los. Balduin ist gestorben, der grandiose Grazkanzler. Wir brauchen einen neuen. Wen können wir nehmen? Ich sehe, es gibt nicht wirklich grandiose Leute jetzt hier. Wilbert von Schwanden, der Antiquar und Hofarzt, könnte es machen. Oder unser Bruder, der jetzt Kämmerer ist. Da stellt sich die Frage, gibt es... schaut mal, wir könnten Wilbert zum Kämmerer machen. Ja, dann machen wir das so. Unser Bruder wird Ratskanzler. Und Wilbert wird Kämmerer, der Antiquar und Hofarzt. Gut. Ja, das ist insgesamt sogar eine Verbesserung, die sich auch in den Einnahmen spüren lässt. Die Horden sind entdeckt worden. Wir gucken mal nach. Die Horden schaltet alle Befestigungsgebäude des Hochmittelalters frei. Ja, theoretisch wäre das ausbaubar. Aber wir haben uns ja erst einmal ein bisschen verpflichtet, hier das Geld des Papstes zu investieren in den Ausbau des Tempels von Beichlingen. Das christliche Theaterstück in Schmalkalden. Mir wurde zugetragen, dass Dodon, ein renommierter christlicher Dramatiker, eine Aufführung plant. Diese trägt den Titel Das Inferno. Oh, Dodon. Der Eintrittspreis ist hoch, doch es könnte die einmalige Gelegenheit sein, ein von Dodon verfasstes Stück mit eigenen Augen zu sehen. Hm, brechen wir zu einem frommen Theaterabend auf, oder? Ich werde die Schöpfung Gott nicht auf leichte Schulter nehmen. Puh, ja, ich würde sagen, spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Wir machen das. Vielleicht ist er sprunghaft und beendet das dann wieder, aber wir starten das mal. Mal gucken, was passiert. Das Inferno. Während ich mir ansehe, wie sich das Stück vor mir entfaltet, wird mir rasch klar, warum Dodon als literarisches Genie so bekannt geworden ist. Die Prosa, die Darbietung, all dies gibt mir das Gefühl, als würden sich die Ereignisse unserer heiligen Schriften vor meinen Augen abspielen, als wäre ich dabei, um das Werk von Gott selbst zu ergründen.
Als das Stück zu Ende geht, bin ich allein mit Dodon. Okay, wie ticken wir? Ich könnte was Besseres schreiben? Nee, das würden wir als zufriedener Mensch, glaube ich, nicht sagen. Ihr müsst mir beibringen, die Heiligen Schriften so zu deuten, wie ihr es tut. Ja, das werden wir tun. Kostet uns aber auch wieder 30 Gold. Bringt uns ein bisschen Lebenswandel. Die Gabe der Großzügigkeit. Meine Bündel Brunhilde ist schon sehr lange begeistert von einem der Hausritter. Nachdem sie ihn endlich persönlich kennenlernen durfte, wiederholt sie die Worte des Ritters gebetsmühlenartig. Gebt anderen, was ihnen zusteht, dann ergeht es euch ebenso. Ja, das ist gut. Wir sind auch großzügig, es ist ja eh unser Mündel. Dann passt es auch, dass wir unsere Eigenschaften da weitergeben. Bei den Kindern bin ich ja ein bisschen zurückhaltend. Hingabe ist gestiegen. Wir könnten theoretisch jetzt auch eine Exkommunizierung verlangen, aber da haben wir im Moment niemanden im Blick. Okay, Prinz Johann ist gestorben. Geerbt Ather hier. Giselbert? Nee, der existiert doch schon länger, oder? Ach, der ist der Mann von Ute. Oh, krass. Okay, sie ist mit dem jetzigen Herzog von Ostfranken verheiratet. Ihr Haupterbe ist Johann. Ich bin mir nicht sicher. Die haben offenbar keine Erbteilung, oder? Er erbt nur das Herzogtum Niederlothringen. Es ist das Königreich. Okay, das heißt, das Königreich Lothringen wird nochmal wachsen und auch noch Ostfranken umfassen und damit an die direkte Grenze hier zu Lothringen stoßen. Zu Thüringen, meine ich. Stoßen. Das ist interessant. Das ist bemerkenswert. So, und ein Lebenswandel ist zu vergeben, aber ich sehe auch, wir können unseren Schwerpunkt auch schon wieder verändern. Ja, was machen wir? Klerikale Rechtfertigung. Wobei er jetzt durch irgendwie Fortschritt, Kulturinteresse, durch dieses Theaterstück, glaube ich, passt das hier ganz gut. Kulturinteresse im Allgemeinen. Und jetzt ist der Moment, wo er auf seine sprunghafte Art und Weise sein Interesse schon mal wieder auf einen anderen Bereich lenkt. Vielleicht. Ich würfle da mit einem W10 und würfle eine 2. Das heißt, Diplomatie ist jetzt das Thema. Dann würfle ich einen W6 und würfle eine 1. Schwerpunkt auf Außenbeziehungen. Okay, mal gucken. In dem Bereich waren wir schon mal unterwegs. Ratsmarschallführung durch den Ratsmarschall in Orlamünde, sehr schön. Hier geht es ja immer noch um die Kontrolle. In der Nachbarschaft hatten Meißen einen internen Tyranneikrieg und nun auseinandergelebt. Die Zeiten und die Menschen ändern sich. Manchmal werden die, die uns scheinbar am nächsten stehen, zu Fremden. Ja, natürlich. Der Bruder, der Widerling, der Perversling, den wir vom Hof gejagt haben, der ist natürlich nicht mehr unser Freund. Ganz klar. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Okay, mehr Kontrolle wird ausgeübt. Machst du Armee organisieren? Vielleicht lieber Befehlshaber ausbilden. Das gefällt mir jetzt besser. Okay, es gibt da unten einen Krieg von Sizilien. Um Tunis und so weiter. Was macht Ägypten? König Ishak scheint seine Sache solide zu machen. Die hat ja eine enorm große Streitmacht hinter sich. Okay. Und hier hat sich tatsächlich die Nordmark gebildet. Das war doch mal dänisch. Ist es jetzt nicht mehr? Also schon kulturell, aber ein eigenes Reich. Na, ob das so lange Bestand hat? Ich könnte mir vorstellen, als Kaiser, dass man da gerne drauf zugreifen würde. Wäre eigentlich ein ideales Ziel. Aber das sind Dinge, über die unser Herzog nicht so intensiv nachdenkt. Wechselnde Interessen, ja, das passt sehr hervorragend. Ich habe Brunhilde dabei zugesehen, wie sie mit anderen Kindern spielte, als Hengist plötzlich versuchte, sie zu Boden zu schubsen. Das verging jedoch schnell wieder, da Brunhilde bald ein ganz neues Spiel daraus machte. Naja, die kriegt jetzt alle unsere Eigenschaften. Ist das der normale Gang der Dinge?
Gut, es ist nicht unser Kind. Das ist genau das, warum ich das so ein bisschen problematisch finde, wenn man seine eigenen Kinder selbst ausbildet, weil durch diese Mentorenereignisse tendenziell man die Kinder nach seinem Abbild formt. So, Ute hat jetzt hier den nächsten Krieg gewonnen. Oh, und das ist aber noch ein anderer Schnack hier, ne? Prinzessin Heilwig, das war auch ein Tyranneikrieg. War das der, den wir schon gesehen hatten? Ich meinte, das ist eine Tochter des ehemaligen Kaisers. Hm. Okay, also die zieht hier so richtig durch. 9 von... Die kann 11 Domänen kontrollieren. Wow. Okay, sie ist echt eine talentierte Verwalterin. Bemerkenswert. Naja, und Thüringen, Straßburg komplett umschlossen von diesem bemerkenswerten Gebiet. So, wer meldet sich denn hier? Es ist der Herzog von Anhalt. Das ist hier neu gebildet aus dem ehemaligen Angria. Er möchte Briefe mit uns schreiben. Das wollten schon viele. Ja, wir sind großzügig. Wir beginnen das mal. Er bittet um ein Thema. Etikette oder Foliantensammlung? Ich würde sagen, Etikette interessiert uns einfach mehr. Und das findet er nicht ganz so gut. Was ist jetzt? Oh, wartet mal. Der Kaiser schenkt uns ein Artefakt. Seid gegrüßt, mein wohlmeiner Vasall. Bitte nehmt dieses bescheidene Geschenk an. Es war mir ein liebevoll gehüteter Besitz, weswegen ich hoffe, dass ihr euch ebenso gut zur Ehre gereichen und dienen wird wie mir. Ein Glücksschachbrett. Na großartig, das nehmen wir gerne an. Schaut mal, wir geben etwas, wir erhalten etwas. So läuft das mit dem Schenken. Ah, wir hätten sogar noch was anderes hier nutzen können. Das Glücksschachbrett führt zu erhöhten Anspannungs-, also reduzierten Anspannungszuwachs eigentlich. Und Anfreunden-Komplottstärke. Ja, wir haben es gerade mal geschenkt bekommen. Ich würde sagen, dann legen wir es auch mal an. Wobei auch andere Dinge möglich wären. Aber nutzen wir das jetzt mal. Na, aber das ist vor allem ja, muss man ehrlich sagen, ja eine Ehre, dass der Kaiser uns auf diese Art und Weise beschenkt. Oh, und tatsächlich, Angria hat sich jetzt auch noch gespalten, weil Adaldag gestorben ist. Wir altern in Würde, plus 1. Also, Herzogin Beatrix, unsere Nichte, kontrolliert Angria. Und dann haben wir noch Westfalen, Herzogin Radegund. Aha. Okay, das ehemalige große Herzogtum ist jetzt in 4 Teile zerfallen. Ja, das bedeutet, Böhmen und Lothringen kämpfen hier um die Macht im Reich. Böhmen liegt dabei aber ganz klar vorne mit seinen 12.500 Männern. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Nun gut. Da ist ein Druckmittel verfallen und Thomas hat Walpurga zur Welt gebracht, beziehungsweise eigentlich seine Frau. Was ist dies? Familienhandwerk. Ich beende gerade meine heutigen Geschäfte in der Ratskammer, als meine Gemahlin Gräfin Inga und ihr Enkel Milo hereinkommen. Milo ist der Sohn von Bruno und Kriemhild. Kriemhild ist die, die Bruno betrogen hatte mit unserem Bruder. Das ist also der Enkel. Die haben ja schon viele Kinder. Okay. Ich lege das Hauptbuch weg, in dem ich gerade gelesen habe, denn ich ahne, dass aus diesem unerwarteten Besuch nichts Gutes werden kann. Zögerlich kommentiert Inga mein Äußeres. Gemahlin. Ihr seid ein mächtiger, starker Herzog, Gemahl, will sie sagen. Doch manche gewähren euch nicht den Respekt, den ihr verdient habt. Ihr braucht etwas, um eure Autorität zu zeigen. Mein Enkel könnte euch einen edlen Satz Insignien herstellen, die euren Status angemessen widerspiegeln. Finanziert ihn und dann sehen wir, ob seine Schöpfung eure Laune nicht aufhellen kann. Ah, okay. Also eigentlich sind wir zufrieden, aber unsere Frau ist natürlich nicht zufrieden. Und insofern gibt es einen Zwiespalt und wir müssen das auswürfeln. Und ich würfle eine 5 und wir bleiben dabei. Er setzt sich mal durch gegen seine Frau. Wir haben keinen Pfennig übrig für solchen Luxus. Inga findet das gar nicht gut. Aber das ist uns erst einmal egal. An dieser Stelle machen wir eine Pause, beenden die Staffel.
mit dem 60-jährigen Herzog Thomas. Sein Nachfolger wird Leopold, der Zweite dann gewissermaßen, der inzwischen sogar schon Liebesbläschen hat. Okay. Ja, seine Frau auch. Alles klar. Ansonsten scheint er vor allem gebildet zu sein, ja, sich in der Richtung vermutlich auch weiterzuentwickeln. So weit, so gut. Und die wiederum haben auch schon 4 Kinder. Und das hier ist Thomas. Thomas, na, das passt ja auf. Leopold folgt Thomas, dann folgt wieder Leopold, dann folgt wieder Thomas. Der ist ehrgeizig, maßvoll und paranoid. Auch interessant. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.